Hi Leute, hier ist Heike Habchristian. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist unser Bundesernährungsminister gerade in einem Kreuzzug gegen irreführende Produktbezeichnungen, unter anderem auch gegen Produktbezeichnungen von vegetarischen oder veganen Produkten. Er sagt, dass solche Sachen wie vegetarische Schnitzel oder vegane Currywurst total irreführend seien und dass die Hersteller sich dafür bitte ein neues Wort ausdenken müssen. Und ich als Veganer muss sagen, dass ich ihn dabei total unterstütze. Ich hasse es, immer von solchen irreführenden Produktbezeichnungen aufs Kreuz gelegt zu werden. Und von daher habe ich zur Hilfe für unseren Ernährungsminister eine Liste zusammengestellt von Worten, die ebenfalls einer Überarbeitung bedürfen. Los geht's! Mäusespeck, Babyöl, Marzipankartoffeln, Bärchenwurst, Hühnerauge, Leberkäse, Fleischkäse, Teewurst, Fleischtomate, Fruchtfleisch, Hundekeks, Maultaschen, Gummibärchen, Geleebananen. Spaß beiseite, ich hoffe, ihr seht, dass das Satire ist. Ich finde das ziemlich lächerlich, die deutsche Sprache regulieren zu wollen, denn es sind halt nur Worte und niemand denkt, dass wenn er im Supermarkt ein vegetarisches Schnitzel kauft oder eine Tofu-Currywurst, dass das Currywurst mit Tofu ist oder dass das ein Schnitzel mit Vegetariern ist. Von daher, ich vertraue da schon auf den Verstand der deutschen Bundesbürger und mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann teilt es überall, abonniert mich hier, das würde mich sehr freuen, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ihr könnt auch hier andere Videos von mir sehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!